Verletzung muss ich doch glatt an diese alte Versicherungswerbung denken, wo es dann immer hieß, ein Fels in der Brandung. La Roca. Der Brocken. Mann, Coffee Festival ist schon viel zu lange her. Egal, fangen wir an, Leute. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, vor allen Dingen des Kaffeegeschmacks. Wie geht's euch? Ich habe hier den Berlin Batch und ganz ehrlich, je mehr ich wieder, hier ist auch noch was echt eine Menge drin, weil ich damit ganz vorsichtig umgehe. Hier kommt so viel Aroma raus aus dieser Tüte. Boah, ich würde da am liebsten so die Tüte aufmachen und dann so den hier machen. Aber gut, mache ich jetzt natürlich nicht. Und ich habe ihn auch hier drin in meiner schönen Coffee Festival Tasse von Kaffeeform. Werbung Ende. Nein, ich werde nicht bezahlt. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet gute Kaffees bisher. Und nach diesem Video, sage ich euch, werdet ihr definitiv einen richtig guten Kaffee haben, den es leider nicht mehr gibt. Dennoch sage ich euch ganz klar meine Meinung dazu. Und für die, die ihn getrunken haben, da würde ich doch gerne mal wissen nachher in den Comments, was sagt ihr dazu? Ja, ich mache hier Remi Demi im Video, müsst damit leben. Prost, weiß ich, sagt man auch vorher, ist mir egal. So, ihr seht schon, hier steht meine Chemex, dazu aber später. Ja, und warum das La Roca ist, der Felsen, so mal ganz genau übersetzt, kann ich euch sagen, das ist ein Felsen, der es in sich hat. Also wirklich richtig knackig ist, so richtig knackiger Kaffee. Es ist ein Omni-Roast. Die Geschichte dazu ist, alle Berliner Röstereien haben diese Bohnen bekommen aus Costa Rica. Und so konnte jede Rösterei, die am Coffee Festival teilgenommen hat, probieren, ihre Nuance da reinzukriegen. Ich habe den Berlin Batch von Five Elephant gekauft, weil ich ihn einfach wirklich sehr lecker fand. Ich hätte mir den jetzt auch noch vom Coffee Circle kaufen können und so weiter und so fort. Aber ich bin hier dabei geblieben, weil ich auch noch ganz coole andere Kaffees habe, wie ihr hier hinten noch sehen werdet. Aber dieser Five Elephant Coffee ist richtig, richtig, richtig geil. Leute, der kommt hier mit Kirsche im Aroma, Zitrus und Rich Chocolate sozusagen, wie da drauf steht. Also wirklich Vollmilch, Schokolade. Und ich kann euch sagen, mega gut. Mega, mega gut. Alleine als ich diese Tüte schon aufgemacht habe, ich sag ja, wir brauchen 4D-Videos. Der riecht immer noch so krass, als wenn ihr, also er riecht wirklich nach Schokolade so ein bisschen, aber schmecken tut er einfach Oberhammer. Ich habe ihn mal wieder getestet. In der Aeropress, in der V60, natürlich auch im Mocha Master. Ich vergesse das manchmal, diese Mocha Master zu testen. Und aber auch in meiner French Press. Ich habe mich so ein bisschen in meine French Press auch verliebt. Ja, wer das Video zu Playground Coffee gesehen hat, der weiß warum. Nein, Leute, ganz ehrlich, dieser Kaffee, diese Verbindung aus Schoko und Schokolade ist einfach mega geil. Also ich bin ja nun nicht der Mega-Kuchenesser, aber Schwarzwälder Kirschtorte, sage ich nur. Bloß ohne dieses Sahne-Ding. Aber es ist einfach super lecker. Und dieses Fruchtige mit diesem leichten Schokomundgefühl, Hammer. Und ihr wisst ja, ich rede immer von meiner Meinung, von meinem Geschmacksgefühl. Und das ist definitiv anders wahrscheinlich als euer Geschmacksgefühl. Aber es ist ein richtig schöner, fruchtiger Abgang am Ende. Wenn ihr ihn etwas kühler trinkt, dann habt ihr auch noch mehr dieses Kirschige auf jeden Fall. Und wenn er natürlich wärmer ist, dann auch doch dieses Schokoladige im Vordergrund. Super, super, super cool. Ich würde dazu empfehlen, ihr wisst ja, ich mache mal dazu so ein paar Genussempfehlungen. Und ich würde dazu zum Beispiel, ganz ehrlich, so einen herzhaften Frischkäse-Bagel empfehlen. Gar nicht mit irgendwie noch Marmelade drauf, weil das würde einfach den Geschmack verfälschen. Aber dazu so ein lecker, gut gemachten Bagel, kennt ihr, so ein Instagram-Bagel. So einen richtig geilen Instagram-Bagel, so ein BÄM! Aber halt mit nichts drauf, außer Frischkäse und ein bisschen Salat.
Und dazu mega lecker. Habt ihr noch mal was Salziges dazu? Ne? Frischkäse ist ja meistens salzig. So, hierzu muss ich übrigens sagen, es ist ein Natural. Ja, Natural und was Five Elephant, das muss man auch mal hervorheben. Ich bin schon wieder so schnell. Sie schreiben ja auch immer drauf, wie viel Prozent über dem normalen Kaffeepreis sie bezahlen. Und das sind hier 230% über dem Kaffeepreis. Das sind quasi pro Pfund 3,97 $ pro Pfund über dem normalen Preis. Ja, das hört sich jetzt nicht viel an. Dann sagt ihr, es könnten 12 sein. Ja, theoretisch, dann würde die Packung aber auch 1.000 € kosten gefühlt. Aber das ist schon viel und ich finde, diese Transparenz, davon sollten sich doch die einen oder anderen mal eine Scheibe abschneiden. Aber ganz ehrlich, zu diesem großen Kaffeethema werden wir auch noch kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Best Taste für mich, Chemex. Wie kann es auch anders sein? Meine Chemex. So, sorry. Wir haben halt ein gutes Verhältnis miteinander. Ich empfehle euch 22 Gramm auf 280 Milliliter. Jetzt denkt ihr, hey, warum nimmt der dann die Chemex, wenn er so wenig davon macht? Ja, weil ich trotzdem damit ein bisschen rumexperimentiere. Ich brauche die Chemex nicht bis hier anschlagvoll, sondern ich brauche sie nur ein bisschen und durch den Filter. Und mit einem 40-sekündigen Blooming vorher und dann, wie gesagt, die 280 Milliliter obendrauf und ihr habt den mega guten Geschmack, weil durch den schönen dicken Filter, da kommt alles richtig gut durch. Vor allem diesem fruchtigen Kirschgeschmack kommt das wirklich zugute hier, wenn ihr diesen dicken Filter nimmt. So schwierige kleine Wörter, die immer wieder falsch laufen. Damit habe ich mein bestes Brühergebnis erzeugt. Wie ihr das schafft, das möchte ich gerne wissen. Knallt in die Kommentare, haut richtig rein und dann quatschen wir in meiner Commentbox über diesen Berlin Batch Coffee. Vielleicht habt ihr den ja auch von anderen Firmen probiert, da würde mich natürlich hyper duper interessieren, was in diesem Kaffee bei euch so drin gesteckt hat. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, knallt den Abo-Button auf jeden Fall. Und bleibt dran, haut noch die Glocke an, dann seht ihr nämlich immer meine neuen Videos und meinen neuen Kaffee und überhaupt alles über Kaffee. Kommt rein in den MacMatzes Kaffee Club. Ihr wisst ja, T-Shirt und so. Wollt ihr auch so eins haben? Ich finde mein Logo echt gut. Naja, reicht. Genug Schulterklopfer. Ich wünsche euch noch Prost, weitere gute Kaffees. Den kriegt ihr leider nicht mehr. Schade, aber dann wisst ihr vielleicht, nächstes Jahr muss ich auf das Coffee Festival. Vielleicht machen sie dann nochmal so eine Aktion. Who knows? War auf jeden Fall lecker. Also dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.